Hey und willkommen zu einem neuen Video, nämlich Bolognese Fix in Gesund. Mittlerweile werben Fix-Produkthersteller immer mehr damit, dass sie keine Konservierungs- und Aromenstoffe benutzen, was an sich auch gut ist. Aber wenn man sich die Produkte von der Rückseite mal anschaut, sieht man, dass trotzdem der Salz- und Zuckergehalt unglaublich hoch ist für ein Produkt, bei dem es absolut nicht notwendig ist. Deshalb, warum nicht einfach gleich selber machen, wo es ein sehr einfaches Gericht ist? Ich werde das Ganze jetzt in einer veganen Variante vorführen. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach mit Fleisch auffancieren, indem ihr 200 Gramm Hackfleisch dazu gebt. Die Zutaten: eine Zucchini, außerdem 125 Gramm Kichererbsen etwa, eine halbe Zwiebel bis eine ganze, eine Knoblauchzehe, eine Paprika, zwei Möhren, dann außerdem Gewürze eurer Wahl, ein bisschen Öl, etwa 400 Gramm passierte Tomaten und Vollkornpasta, 250 Gramm. Erstmal wird die Zucchini also schön gewaschen, daraufhin schneidet ihr die Enden ab. Als nächstes schneidet ihr kleine Stücke daraus, danach mache ich die immer zu so kleinen Türmen aufgestapelt und dann wird die zweimal längs und zweimal quer geschnitten, damit ihr kleine Würfel habt. Als nächstes sind die zwei Möhren dran, dabei werden erstmal die Enden abgeschnitten und dann werden die natürlich schön geschält. Da habe ich eine sehr ähnliche Schneidetechnik, bei der die auch erstmal in kleine Scheiben geschnitten werden, dann werden die aufeinander gestapelt und dann einmal längs und einmal quer geschnitten. Und die Paprika wird erstmal gewaschen, nicht vergessen das Popöchen auch abzutrocknen. Anschließend wird die Paprika halbiert und dann könnt ihr den Strunk ganz easy aus beiden Seiten rausschneiden. Am besten schneidet ihr die Paprika erstmal in Scheiben, damit ihr die hintereinander aufstellen könnt, um sie dann nochmal leichter in Würfel zu zerteilen. Oh fuck, das wird eng. Nee, easy. Die Zwiebel ist dran, die schneidet ihr einmal waagerecht und dann wieder längs und quer, damit ihr auch Würfel habt. Pasta Time! Also was Wasser in den Topf. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl, es sollte auf jeden Fall genug Wasser für die Pasta da sein. Dann auf hoher Stufe, weil es bei mir ewig dauert, und salzen. Den Knoblauch von der Schale befreien und dann könnt ihr es euch total leicht machen oder super kompliziert wie ich, den einfach klein schnibbelt. Da habe ich meine super Technik, die gar nicht 3 Jahre dauert. Jetzt sind wir bereit fürs Braten. Dafür noch ein bisschen Öl in die Pfanne geben. Bei einer gut beschichteten Pfanne reicht sehr wenig. Das Ganze ein bisschen verteilen, dass überall so ein bisschen ist und dann können wir eigentlich im Prinzip alles reinschmeißen, außer den Knoblauch. Und yes, es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn einfach alles reinklatscht. Bei mittlerer Stufe braten, bis es so ein bisschen zusammenfällt und umrühren natürlich nicht vergessen. Sobald das Wasser dann endlich mal warm ist, einfach 250 Gramm Nudeln reinschütten. Die Kochzeit findet ihr auf der Packungsangabe oder macht es einfach nach Geschmack. Ich mag es nämlich lieber, wenn sie mehr durch sind zum Beispiel. Sobald das Gemüse zu einer kleineren Masse geschrumpft ist, auch noch den Knoblauch kurz hinzugeben. Und schön vermengen. Und vielleicht noch ein bisschen singen. Kurz darauf könnt ihr auch schon 400 Gramm eurer passierten Tomaten hinzugeben. Schön vermengen und dann ist es auch schon Zeit zu würzen. Ich nehme dafür nämlich Pfeffer, Kräuter der Provence und Salz. Zum Vergleich, das waren bisher nicht mal 4 Gramm Salz auf dem ganzen Gericht, während in der Fertigpackung auf 100 Gramm 11 Gramm Salz sind. Nun auf niedriger Stufe mit Deckel drauf noch ein bisschen einköcheln lassen, damit der Geschmack intensiver wird. Je länger, desto besser. Wenn ihr aber keinen Bock drauf habt, dann nehmt es halt nach 5 bis 10 Minuten schon runter. Wenn die Nudeln fertig sind, werden die natürlich erstmal abgeschüttet. Falls das restliche Essen noch nicht fertig sein sollte, dann stellt einfach den Deckel drauf und lasst sie noch so ein bisschen stehen. Et voilà, vegane Bolognese in super geil und hübsch angerichtet mit ein paar Mandeln. Jetzt natürlich der typische Taste-Test. So, erstmal schön verrühren. Jetzt macht man die schöne Optik kaputt, ist ein bisschen traurig. Sehr geil. Ich liebe vor allem, dass ich so ein bisschen scharf nachziehe, weil ich hau immer Tonnen Pfeffer rein, weil ich das liebe. Ich finde auch, es kommt locker an eine Fleisch-Bolognese ran. Mir schmeckt es super gut, auch wenn es natürlich einen anderen Geschmack hat. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch ganz easy mit Fleisch machen. Dann bratet ihr das Fleisch einfach an, nachdem das Gemüse in der Pfanne war. Yo, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über weitere Vorschläge zu diesem Format, zu Sachen, die ich in gesund kochen könnte. Dieses Video ist nämlich auch dadurch zustande gekommen, dass ich von euch einen Vorschlag bekommen habe. Schaut euch doch auch weitere Videos von mir an und abonniert mich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst. Bye.